Ja, dann jetzt wieder zurück zum Maltese Falcon. Und wenn er keine Aufträge mehr für uns hat, dann sollten wir uns bemühen, jetzt irgendwo anders mal wieder was Gutes zu tun. Weil eigentlich will er aber gar nicht die ganzen bösen Sachen machen, aber die Auftraggeber, die wir so finden, die ja auch gut bezahlen, sind meistens etwas verruchter. Und er ist der Meinung, er braucht die ganzen Deckel, um sich bessere Rüstung zu kaufen, um dann die wichtigen Aufträge zu erledigen, wie zum Beispiel die Deathclaws zu töten. Schwierig, schwierig. Mann, das ist eine Menge Kohle. Decker wollte die Zicke endlich tot. Da sind deine Skripts. Du hast dich als sehr nützlich erwiesen. Sehr schön. Und ein Aufstieg. So, was wollten wir, sollten wir steigern? Öffnen. Öffnen sollten wir steigern. Auf 40. Fallen. Was finden wir entfernt von Fallen, sowie das Legen von Sprengsätzen. Ein paar Punkte draufpappen wird nicht schaden, denke ich. Handeln brauchen wir auf keinen Fall. Weiter steigern, das wird gut genug sein. Waffen hält sich. Theoretisch Energiewaffen. Hat Albert gesehen und würde er gerne mit umgehen. Aber das dauert viel zu lange. Können wir später eventuell noch machen, aber jetzt erstmal nicht. Das heißt, ja, schleichen nochmal ein paar Punkte. Und öffnen. So, okay. Hast du noch was für uns? Aufmachen, Jungs. Oh, anscheinend gibt es noch einen Auftrag. Ich bin stolz auf dich. Du bist unbarmherzig. Das bewundere ich. Kane wird dich bezahlen. Ich hoffe, du hilfst uns auch in Zukunft. Hat er doch schon. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Unter diesen Umständen, ja. Was gibt es im Hub? Der Merchant Market ist im Stadtzentrum, umgeben von Gebäuden. Die Heights sind im Westen und Old Town ist im Osten. Was für Gebäude? Du bist hier im Maltese Falcon. Es gibt noch den All-in-One-Store, das Waffenlager, die Friendly Landing Company, die Polizei und leider das Krankenhaus der Children. Ja, das gibt's ja nicht mehr wirklich. Du scheinst nicht gerade begeistert von den Schildern auf der Kathedrale zu sein. Was ist los? Sie mischen sich ein. Mehr sage ich jetzt nicht, ja. Unter diesen Umständen, ja. Irgendwas Neues? Jemand scheint den Fargo Traders ganze Caravans zu stehlen. Und der Thieves Circle verursacht die üblichen kleinen Probleme. Handel? Ja, nee. Okay, dann verabschieden wir uns. Du hast anscheinend keine weiteren Sachen. Nö. Okay. Ja, hat wohl nichts weiteres. Das heißt, wir schauen jetzt nicht nochmal bei dem Zirkel vorbei. Das machen wir ein andermal. Wir könnten zur Polizei gehen. Aber nee, dann würden wir eher Ärger bekommen als alle anderen hier. Ja, also Necropolis, unser nächstes Ziel. Mit unserem treuen Hund und keinem Muskelpaket, der Typen anfällt. Und Frauen. Alles, was irgendwie lebt. Mit Messern. Ja, da lang. Wir sollten trotzdem noch die Augen offen halten nach weiteren Menschen, die Interesse hätten, mit uns zu ziehen. Warum auch immer das jemand möchte. Weil in Kämpfen ist es schon sehr praktisch, wenn man noch ein paar mehr Leute auf seiner Seite hat. Aber sei es drum. Necropolis. Wir wollen Supermutanten töten. Es waren viele. Das weiß ich noch. Und Ian ist nicht mehr da. Ja. Mal gucken. So. Wechsel auf das da. So. Ist auch da. Okay. Dann stelle ich mal hier hin und versuche ihn anzusnipern, bevor er irgendwas macht. Du. Auge oder Kopf? 5% Unterschiede. Komm, Auge. Ja. 28. Na gut. Du. Auge. Ja, sag ich doch. Wesentlich einfacher als ein Deathclaw. Und unser Hund hat nicht einmal gezuckt. Kommt da jemand noch raus?
Nö. Okay. Wir sehen da einen Mutanten in der Tür. Hallo? Du. 8 Trefferpunkte. Du bist ein Dickschädel, ha? Huh? Uhuhu, große Waffe. Große... Uff. Oh, da kommt jemand. Erstmal dich. 78. Das ist ein sehr schöner Treffer. Der Mutant verliert fast sein Augenlicht und gerät aus der Balance. Dogmeat. 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 Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Zack. Nee. Und anscheinend haben die anderen hier gar keine Waffen. Also der da nicht. Der in der Tür schon. Und wir gleich keine Munition mehr. Und ich habe ein schlechtes Gefühl, was unseren Hund angeht. Jupp. Die sind nämlich irgendwie auf ihn fixiert. So, du mit der Waffe. Auge. Ha. Gut. Dogmeat, Dogmeat, Dogmeat. Fiebs. Ah, steht wieder auf. Zeherbursche, Zeherbursche, sehr gut. Nachladen, normal schießen auf den Angebissenen. Weg. Wir sollten uns gleich mal angucken, wie... sehr gut. Oh. Wie siehst du überhaupt aus? Schwer verletzt. Ja, 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 ja. Auge. Und vorbei. Hätten wir wahrscheinlich damals auch geschafft, aber sicher ist sicher. So, ihr ganz vielen Leichen. Ein paar von euch hatten Waffen. Da, ein Lasergewehr. Das nehmen wir mit. Und ein Flammenwerfer. Der viel zu schwer ist. Ja, wir sind nicht besonders stark. Vor allem mit sich Tonnen Drogen und uns rumschleppen. Jetzt Wasserstelle. Oh, da ist hier noch jemand. Hallo du, wir suchen eine Wasserstelle. Oh. Hätten den Hund vielleicht heilen sollen. So, gib mir da. Ich habe keine Ahnung, ob es auf Hunden wirkt. Du musst mal kurz stehen bleiben. Wuff. Sie ist ein Hund. Er scheint dir zu folgen. Wuff. Das ist ein schönes Gewehr. Schön für Munition. Wir bräuchten jemanden, der Sachen für uns tragen kann. Können wir vielleicht so ein paar Gurte oder so um den Hund schnallen? Das sieht doch wie eine Wasseranlage aus. Funktioniert nicht. Reparieren. Du schaffst es nicht, die Wasserpumpe zu reparieren. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbrechen. 8. Reparieren. Du schaffst es nicht, die Wasserpumpe zu reparieren. Wie wär's mit einer neuen Sicherung? Ist das jetzt eine Verarsche, oder? Du hast Probleme mit diese Teile so zu reparieren, dass sie funktionieren. Okay, weiter. Aha. Nachdem du die fehlenden Teile erfolgreich eingebaut hast, erwacht die riesige Pumpe langsam zum Leben. Sehr schön. Das heißt, jetzt könnten wir theoretisch von wo auch immer den Waterchip bekommen. Lass mich raten, du bist Z. Ich bin hier, um dich zu befreien, weil ich ein netter Mensch bin. Großartig. Tu es. Achso, ja. Ich kann ja viel reden, ich habe keine Schlüssel. Da. An. So, Klossknacken. Wehe, das bricht jetzt ab. Wehe, das bricht jetzt ab. Na also. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Okay, woher kommt das Wasser? Sie pumpen es von den unteren Brunnen hoch. In der Zelle nebenan ist ein Einstiegsloch, durch das man in die alte Vault gelangt. Von dort stammt das Wasser.
Wenn die da unten nicht wären, wären wir hier besser dran. Was meinst du damit? Manchmal ist es schwierig, dafür zu sorgen, dass die alte Technologie richtig arbeitet. Sobald wir runtergehen, schlagen die verstrahlten Ghule zu. Wir Ghouls lassen sie einfach in Ruhe und die großen Mutanten kümmern sich einen feuchten Kehricht darum. Okay. Also wir werden gleich von verstrahlten Ghoulen angegriffen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Guck mal da rein. Nix. Ja, und dann gehen wir in die Vault und gucken da nach dem Waterchip. Was sagt unser Pip-Boy mit unserem Erinnerungs-Boy? Reparierte Wasserpumpe. Vernichtete Supermutanten. Okay. Also der Chip ist rechtlich gesehen unser. Wir müssen ihn wohl nur noch holen. Alternativ könnten wir auch erstmal mit den anderen Ghoulen sprechen, aber die sind mir jetzt zu weit weg. Also wir gehen jetzt runter in den Vault. Hallo? Du hast nicht die Erlaubnis, hier zu sein. Ah, okay. Das heißt, wir müssen doch erst mit dem anderen sprechen. Weil Albert will jetzt wirklich nicht schon wieder ein Massaker verursachen, nur weil er zu ungeduldig ist. Er hat schon ziemlich viel Blutvergießen entweder selber bewerkstelligt oder indirekt. Also er hat versucht, die eine Frau zu retten, war zu anmaßen, hat den Geiselnehmer da provoziert und dann, ne, ist sie gestorben. Denn jetzt die ganze Geschichte im Hub war auch nicht sonderlich schön. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Und wo ging es lang? Also hier dran erinnert er sich. Und hier ist eine Sackgasse. Ja, denn hier hoch, hm? Geh hoch. Hoch, sage ich. Ja. Achso, genau, hier war dann noch irgendwo ein Runtergang. Das war so ein Zickzack-Gelaufe. Stopp, hier waren Anführer. Hier war. Nee, hier waren die Mutanten. Irgendwo gab es ein Anführerhaus. War ich mir relativ sicher. Geht da runter. Ja, steht ein Abwasserkanäle. Gut, gut. Ah, das schaut gut aus. Da lang. So, und hier hoch. Hier waren irgendwelche bewaffneten Ghule, die wir durch die Wand sehen konnten. Aber da kamen wir nicht ran und ich will mich nicht schon wieder verheddern. Wir müssen einfach hier in der Nähe einen weiteren Ausgang... Ratte. Linkes Bein. Gut. Und waren hier schon... Waffe wegstecken. Waren hier schon die Ghule? Oh ja, okay. Dann sprechen wir erst mit denen, gehen dann nach oben, versuchen in das Gebäude reinzukommen, wo der andere redende Ghule ist und dann schauen wir weiter. Danke, dass du die Wasserpumpe repariert hast und hoffentlich geht es deinen Leuten gut, wenn du mit deinem Fund zurückkehrst. Mein Fund? Ich habe gar keinen Fund. Nee. Nee, du. Da ist nix. Das heißt, wir versuchen jetzt oben mit dem anderen Ghoul zu sprechen, wenn da überhaupt wirklich einer ist, um dann die Erlaubnis zu bekommen, in den Vault zu steigen. Hier war das, hm? Sieht wichtig genug aus. So, wir sind der nette Kerl, der eure Pumpe repariert hat. Ich muss rein, kannst du mir irgendwie helfen? Nicht gut. Nehmen wir mal eine Abkürzung. Wasserstelle. Hier sind komische Leute in Ruben. Dieser Ort ist zu gefährlich. Ja, nee, dann geh. Wir haben es nicht einfach. Wir haben es echt nicht einfach.